Ich bin der Alex, bin 18 Jahre alt, komme direkt aus München. Ich habe einen YouTube-Kanal, bin da vertreten als Sex-Advisor. Und letztes Jahr hat die PC-Welt mir angeboten, die Höllenmaschine 4 zu testen. Das haben wir auch gerne gemacht und da habe ich mir damals eben den Fabi geschnappt als Kameramann und als weitere Unterstützung. Und da das Ganze letztes Mal so cool war, waren wir dann sehr froh, dass wir, das Angebot bekommen haben, den Höllen-Laptop auch testen zu dürfen. Am Höllen-Laptop haben wir natürlich gleich mal Battlefield 3 gestartet und sofort die Grafik total hochgedreht und losgezockt. War ein klasse Erlebnis. Danach gleich mal Crysis gestartet und alle möglichen anderen Spiele. Bei Dirt 3 sind wir ein bisschen drauf hängen geblieben. War echt cool, das zu zocken. Ein paar Benchmarks haben wir auch laufen lassen. Die Grafik hat uns schon echt überzeugt. Auf dem Bildschirm kommt alles super rüber. Mich persönlich am meisten hat angesprochen, dass wirklich in keinem einzigen Fall habe ich irgendwo einen Ruckler gesehen. Wir haben auch Tomb Raider total aufgedreht, was die Grafik betrifft und auch die Haare und so, das ist ja alles ziemlich genau und so weiter, aber da gab es wirklich kein einziges Mal irgendwie einen Ruckler. Die FPS waren vielleicht nicht immer auf unbedingt 50 oder so, aber wirkliche Aussetzer gab es jetzt nach, keine Ahnung, 3 Stunden Spielerlebnis kein einziges Mal. Das Notebook ist ein wenig, sag ich mal, zu breit, zu dick, aber das ist klar, das muss ja auch irgendwo hin, also die ganzen Komponenten und dementsprechend kann man da schon auf jeden Fall die Abstriche machen. Ist natürlich ein Zocker-Laptop und nichts zum in die Arbeit mitnehmen.